Und dann einer meiner Lieblingssupplements, Beta-Alanin. Bis 25.000 Liken und ihr seid alle herzlich willkommen, ja? Stellt mir Ernährungsfragen, Fitnessfragen, Arbeit, Ärger, Beziehungen, egal was. Einfach reden mit mir. Bis jetzt konnten wir immer weiterhelfen. So, dann habe ich hier so ein Pulver, das Eierschale mit drin und MSM. Komm, ballern wir uns das auch rein. So. So. Ja, tippen, tippen, Yücel, du auch. Tippen, tippen, tippen. Ja. So. Ach ja. Niemals XYZ, niemals in diesem Leben. Gagi, vielen, vielen Dank, mein Bruder. Dankeschön, ja. Vielen, vielen Dank, ja. Ich nehme dich heute zum ersten Mal wahr. Ja. Vero, was los? Nimm an, Coach. Dankeschön, Gagi. Vielen, vielen Dank. Was für ein süßer Hund. kannst du Sorge für deinen Körper? Dankeschön. Sehr, sehr schönes Zitat, ja. Wie viele Likes haben wir? Bei 25.000 könnt ihr hochkommen, ja. Also, Grüße aus Flensburg. Dankeschön. Grüße aus Hamburg, ja. Vielen, vielen Dank. Timbo Flex, der meinte, Coach Frankie, bleib ruhig raus mit ihm. Will sicher sein, dass du mir einen guten Teekocher, dass ich mir einen guten Teekocher hole. Dann hol dir einen einfach aus Deutschland. Ja, was ist das für ein Quatsch, Mann? Ja. Hä? Einfach nur, boah, die Polizei fährt hier immer Streif und immer so aggressiv, Mann. Ja. Ja, aber gut, dass sie mir keinen Zettel verpasst haben. Lali, bitte raus, ja. Sabzi, bitte sofort raus, ja. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Immer aggressiv drauf achten, ja. Das spielt keine Rolle. Bitte so eine persönlichen Sachen. Immer auf Instagram, ja, dann weiß man, dass man das ernst meint. Jeder, der hier so privat wird, ist einfach nur Fame geil, ja. Ist so meine Meinung und ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Jemand, der privat wirklich was erfahren will, ein Fan ist oder so wirklich eine Frage beantwortet haben will oder sich für mich interessiert, der kommt auf Instagram, ja, der gibt sich Mühe, schickt Bilder, Audio, so alles andere wird sofort blockiert, ja. Wird auch hier nicht ernst genommen, ja, ist einfach nur kindisch, ja. Mein Instagram ist unter meinem Profilbild breiter als das Bild. Was meinst du, User, ja? Grüße aus Münster, Münster ist geil, ja, da gibt es dieses, ja, das ist mir egal. Also mir ist egal, wer mit wem hier befreundet ist, was interessiert mich das? Ja, Gina, kannst auch direkt raus, Mann, ja. Mir sind deine Freunde völlig egal, ja, ob die unter LKW liegen oder nicht. Guten Morgen, Coach, Grüße aus München, ja, Grüße aus Hamburg, ja. Grüße aus Hamburg, mal aus Hannover, mal aus Hamburg. So. Guck mal, 19.000 Likes, ja. Sehr schön. Kernphysikereien, ja. Salam alaikum, Coach. Guten Morgen, du liegst noch im Bett? Nein, Bruder, ich bin am Arbeiten. Am Arbeiten, was arbeitest du? Bruder, ich bin im Homeoffice, bin als Recruiter. Okay, okay. Homeoffice, okay, sehr schön, sehr schön. Dann langweilt man sich auch, oder? Homeoffice. Nein, Bruder, wir sind Albaner, Bruder, wir pumpen den ganzen Tag, wir arbeiten nebenbei, Bruder. Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist dann was anderes, sehr schön. Du weißt Bescheid, Bruder. Ja, okay, okay. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Bruder. Ich will sagen, du bist der stabilste aller anderen, die was gegen dich sagen, unter dein Eiri und dein Dankeschön, meine vielen, vielen Dank, Charlie. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Charlie. Dir und deiner Familie alles Liebe, ja? Dankeschön, mein Dankeschön. Bruder. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Danke, Drogentester. Vielen, vielen Dank. Kevin Prince, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Grüß deine Frau, ne? Janine, ja? Dino Sasa? Salam, Coach Frankie. Welcome, salam. Stell dir eine Fitnessfrage. Pflanzliche Antidepressiva. Pflanzliche Antidepressiva ist Glück. Hm. Glück, Liebe, Zusammenhalt. Noch pflanzlicher, noch biologischer geht das nicht. Und das fehlt dir. Ja? Was zum Einnehmen? Bist du Kurde? Ja. Ja, Bruder. Hat eine Frau deinen Hals gebrochen? Ja. Okay, denn was kann man dann, was bringt das, wenn du da irgendwas einnimmst? Weiß nicht, vielleicht bringt das was. Bringt gar nichts. Bringt nichts. Es bringt nichts. Nein. Ich sag immer, es gibt so kleine Depressionen, ganz kleine. In Deutschland wird für alles Depression benutzt. In anderen Ländern heißt es einfach Trauerphase, ja. Man ist einfach einsam oder traurig. Hier, alles ist Depression, alles. Gehst zum Postfach, kriegst Rechnung von Telekom, Depression. Ja? Das stimmt. Also einfach zum Sport gehen und unter uns, wenn jemand bei dir nicht sein will, wie kannst du traurig sein? Ja, du hast recht. Wie kannst du das tun? Was bist du für ein Köpek?
Stimmt, ich schlag mich gleich selber. Ich danke dir. Das ist immer noch besser, als rumzuheulen, als seine Stimme runterzumachen. Ja, werd ein Mann. Ist egal, was. Dich darf als Mann nichts traurig machen. Nichts. Gar nichts. Du bist ein Löwe. Ja, niemand darf dich traurig machen. Und deine Stimme höre ich schon. Ja, Ironie, aber auch, dass du wirklich am Ende bist. Ernst? Nein. Ich glaube dir kein Wort. Ich glaube keinem. Ich glaube keinem ein Wort. Aber statt dass du hier bist, einfach rausgehen. Rausgehen, ja, zum Sport gehen, egal ob man dich finanziell verarscht hat, ob Beziehung, egal was ist. Jemand, der dir Geld gönnt, gibt dir Geld. Jemand, der dir Liebe gönnt, der ist bei dir ein Leben lang. Und der verändert sich auch für dich, so wie du es dir wünschst, ja. Küss dein Herz. Dankeschön, mein Lieber. Dir und deiner Familie alles Liebe, ja? Ja, auch Dankeschön. Ciao. Dankeschön, ciao. Also, ihr tut immer so, als wenn hier Männer reinkommen und immer glücklich sind. Hier gibt es auch viele Männer, die sind kaputt, ja? Hallo, Coach. Ja, hallo. Stell deine Fitnessfrage mal, Lieber. Und zwar, was ist so deine Lieblingsmahlzeit, also wo man richtig Kalorien herbekommt? Sei es Auflauf oder Reis oder sowas? Gibt es nicht. Für mich ist die schönste Mahlzeit, alle ein Herzchen rein in den Chat, wenn ihr meiner Meinung seid, ist mit den richtigen Menschen zu essen. Ja, weil das ist alles Müll. Das ist alles Schwachsinn, diese Frage. In Afrika, in arabischen Ländern, sogar in Europa gibt es Stellen, da gibt es nichts zu essen. Ja, da gibt es nichts zu essen. Wir hier, die leben hochnäsig. Wir sagen sogar, was ist dein Lieblingsessen? Ja. Wir können froh sein, dass es überhaupt noch was gibt. Bald der dritte Weltkrieg kommt auf uns zu, neue Corona-Zeiten kommen auf uns zu, Pleite kommt auf uns zu, dann werden wir schon sehen, was unser Lieblingsessen sein wird. Wir werden froh sein, überhaupt was zu essen haben. Also sowas gibt es nicht. Mit den richtigen Menschen zusammen essen, das ist das Wichtigste, was es gibt. Und macht mal Emojis rein, wenn ihr meiner Meinung seid, auch das übelste Essen kann mit den richtigen Menschen das schönste Essen der Welt werden. Ja. Ja, aber ich wollte halt nur wissen, was am besten Kraft gibt. Das ist totaler Schwachsinn, ja. Wenn du glücklich bist, dann hast du mit leerem Magen, bist du kräftig wie ein Bulle. Also du verstehst mein Mindset nicht. Du hast noch nie Hunger gehabt, mein Lieber, in Deutschland. Ja. Lieblingsessen, ja. Bruder, deine Frage unter mein Ey, du bist einfach verwöhnt, bis zum Hals bist du verwöhnt. Ja, du schaffst nicht zum Sport zu gehen, redest von Lieblingsessen, schämst dich noch nicht mal. Was geht dich das Lieblingsessen anderer an? Du bist aber schon respektlos, Coach. Was, respektlos zu deiner Mutter, ja. Respektlos zu deiner Mutter, ja, weil sie den ganzen Tag duschen war, ja. Also raus mit dir. Raus mit dir und hat mein heißes Wasser verschwendet. Raus mit dir, Mann. Ja, wegen ihr muss ich Vattenfall anrufen. Unfassbar, Mann, ja. Statt eine Frage zu stellen, die ihn weiterbringt. Ich kenn kein ARDA. Ja. Hallo? Hallo, Coach Frankie. Guck mal, hör mal zu jetzt. Raus mit dir, Mann. Schon vom Ton her, ne? Müll. Hat man sofort gehört, ne? Sofort. Ja. Hallo, Coach Frankie. Und dann auf einmal wurde seine Stimme tiefer, ja? So dieses gespielte Heide, ja? Haram. Assalamu alaikum, Coach. Salam. Guck mal, er heißt Haram Boy, er ist der respektvollste. Walaikum salam. Ich wünsche dir ein Eid Mubarak, mein Lieber. Dankeschön, vielen Dank. Nein, Ramadan Mubarak. Okay, tamam, Ramadan Mubarak. Bitte, die alle ein Herzchen rein, die heftigsten Moslems sagen Ramadan Mubarak. Okay, hast du recht, muss ich mich auch dran halten. Ja, du musst dich dran halten, ja, nicht, dass es heißt, dass wir keine Moslems sind. Ramadan Mubarak, nicht Eid Mubarak. Okay, tut mir leid, ich bin ja Haramboy, deswegen. Ja, nee, du darfst sündigen, mein Lieber. Hast du noch was auf dem Herzen? Ja, ich wollte dir mal ein großes Lob aussprechen, wirklich. Ich gucke deine Streams sehr, sehr gerne. Mach weiter so. Vielen Dank, danke schön. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, schönes Wochenende, mein Lieber. Dankeschön, ja, und Ramadan Mubarak, ja? Danke. Dankeschön. Scheiße. Boah, ich finde das irgendwie, ja, okay. Hier schreibt an, ich bin gut vorbereitet auf den dritten Weltkrieg. Ja, du brauchst einen Stromgenerator, ja. Also das war es eigentlich schon. David? Guten Morgen, Coach. Guten Morgen, hallo. Ich habe da eine Frage an dich. Ja, ich weiß, deswegen bist du ja hier. Was sagst du zur Legalisierung? Was? Rede doch einen ganzen deutschen Satz. Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Was habe ich damit zu tun? Na, einfach eine normale Frage, was du dazu sagst, deine Meinung. Das ist ja ein Mittel der Natur, das dir jetzt erlaubt ist, im Laden frei zu erwerben. Das war's. Kiffst du selber? Wie bitte? Kiffst du selber? Was geht dich das an? Also was habe ich damit zu tun? Was habe ich damit zu tun? Du bist sehr unsympathisch, deswegen beantworte ich das nicht. Normalerweise beantworte ich das jedem. Ja?
Also ich glaube, dass du richtig dicht bist gerade. Du bist selber stoned. Und ich finde das schade, dass du nicht irgendwie eine Fitnessfrage stellst, irgendetwas, dass du wegkommst davon, dass du unabhängiger wirst, weil mit jedem Joint wirst du abhängiger. Kiffe nicht. Tust du. Und das ist mir auch egal. Das ist mir egal. Du Coach Eddie, du. Rede so mit deiner Mutter, ja? Sie sieht ich aus, rede mit deiner Frau so. Kannst du gerne machen, wenn sie das will. Ja. So. Hallo Laura. Kelim? Guten Morgen, Coach. Ja, guten Morgen. Stell deine Frage, mein Lieber. Wie oft sollte man in der Woche seine Beine trainieren? So oft, wie du willst. So oft, wie du kannst. Woher soll ich dann wissen, wie oft du trainieren kannst? Ja, aber wie oft sollte Woher soll ich das wissen, wie oft du das kannst? Es kann sein, dass du Gelenkprobleme hast. Es kann sein, dass du Muskelschwund hast. Kann sein, dass du einfach nur kein Gehirn hast. Kann sein, dass du, weißt du nicht, nichts davon hältst. Was soll ich machen? Nein, auch nicht zweimal die Woche. Das muss er doch. TikTok bitte raus, ja? Sofort raus, ja. Dann musst du dir einen Trainer suchen, der besser zu dir passt. Also das ist völliger Quatsch. Das ist genauso, als wenn du mich fragst, wie ist das Gefühl, wenn man geradeaus läuft, ja? Okay. 1,5 Mal die Woche. Wie oft trainierst du deine Beine in der Woche? Was geht dich das an, wie ich trainiere? Wie oft? Toni, bitte raus. So oft, wie deine Mutter trainiert. Hä? Wie dämlich, also... Ihr merkt schon, ne? Besonders die Frauen merken das. Wo sind die Männer hin? Ja, also Fitness ist doch etwas fürs Leben. Fitness ist doch eine Lebenseinstellung. Ja, weiß nicht. Ja, also du, also man kann fragen, wie kann ich Beine trainieren zum Beispiel? Ja, Hilfe bitte raus, alles sofort raus. Ja. Also geh doch in die Maschine rein und teste doch deine Grenzen. Ich rede schon nicht mit Leuten, die ihre eigene Grenze nicht testen, ja? Hallo, warum bist du... Was war das denn? Ich muss ganz kurz Glasreiniger holen, mein Handy. Warte kurz. Oh, was war das denn? Oh, armes Handy, Mann. Mein iPhone, Mann. Der liebes iPhone, es tut mir echt leid, was du gerade sehen musstest. Ja, verzeih mir bitte und sorg weiterhin dafür, dass die schönsten Mädchen mit mir ein Date haben wollen. Es tut mir von ganzem Herzen leid. Mein iPhone 15. Ich küsse dein Herz. Sowas wird nie wieder mehr vorkommen. Wir haben Filme geguckt mit Tieren. Wir haben Filme geguckt mit Holz. Wir haben Filme geguckt in der Kirche, in der Moschee. Alles, ja. Wir haben die absurdesten Filme zusammengeguckt, okay? Aber das war gerade wirklich das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Es tut mir leid, mein Handy. Es tut mir leid, mein Handy. Clips YouTube, ja, was ist? Die ist... Ja. Ja, hallo? Code. Digga, was bist du für ein komischer Typ, Mann? Raus mit dir. Als hätte ich irgendeine Höhle geöffnet, ja? Komischer Typ. Ja. Sivan? Ja, er macht jetzt Screenshot-Video.